Was glaubst du, ist für dich die wichtigste Eigenschaft, die du mitgebracht hast, um das wirklich so durchzuziehen, dieses eigene Studio aufzubauen und das auch unternehmerisch zu verantworten, gleichzeitig irgendwie eine musikalische Vision zu haben? Was ist in Johann Scherer, was das möglich gemacht hat? Ich glaube, die Tatsache, dass ich früh Vater geworden bin und Dinge immer unter dem Aspekt von Langfristigkeit und Nachhaltigkeit angucke, ist, glaube ich, eine Qualität, die ich habe. Weil mich überhaupt nicht interessiert, Sachen kurzfristig auf die Beine zu stellen, die dann nicht langfristig funktionieren. Ich denke irgendwie immer mit, jetzt muss ich das in 10 Jahren meinen Kindern erklären, warum ich das so gemacht habe. Wie würdest du denn dein Ding umreißen? Also was kann man es auf eine Tagline runterbrechen? Also ich bin froh, dass das nicht möglich ist. Weil ich glaube, sonst wäre es nicht das, was es ist. Ich glaube, wenn man das könnte, dann hätte es nicht diese Vielseitigkeit, die mir so wichtig ist. Du bist auf deinem rechten Unterarm tätowiert, not so easy. Was ist das Härteste am Musikmachen? Psychologie. Die Psychologie, der Moment, in dem man entscheidet, lohnt es sich weiterzumachen oder ist man schon fertig. Das ist immer das Schwierigste und immer das Wichtigste. Und das ist auch überhaupt die Rechtfertigung, warum es einen Produzenten geben muss. Weil der von außen guckt und sagt, Leute, das war super, das lassen wir jetzt so. Und die Leute in der Band haben es gar nicht mitbekommen. Oder andersrum, man feiert sich ab, weil es sich so toll angefühlt hat, einen Song zu spielen. Und der Produzent sagt, ganz ehrlich, würde ich gern nochmal machen. Und da die richtige Entscheidung zu treffen, ist schwierig, weil es eben auch so wichtig ist. Dorothy hat ja den berühmten Satz über dich gesagt, dass du ihm das Leben gerettet hast. Wie viel von deinem eigenen Leben hast du gelassen in der Zeit? Wie sehr hat er dich in den Wahnsinn getrieben? Also ich muss ehrlich sagen, dass es eine sehr prägende Zeit gewesen ist, in der ich gelernt habe, Prioritäten zu setzen für mein eigenes Leben. Wenn man hier im Studio sitzt und tagelang auf jemanden wartet und zu Hause wartet die Familie auf mich, dann überlegt man sich irgendwann, was wichtiger ist, zu welchem Zeitpunkt. Und daran bin ich gewachsen. Ich habe keine Federn gelassen daran. Also es war alles frei gewählt. Übrigens dahin, du hast vorhin ja auch gefragt, was so mit der deutschen Musik ist und mit der Musik, die im Radio läuft. Gerade Musik, die im Radio läuft, ist ja ganz, wenn es neue Musik ist, die Halbwertszeit ist ja wahnsinnig gering. Deswegen interessiert mich das, glaube ich, auch nicht so sehr, weil es mir wirklich darum geht, Musik zu hinterlassen, egal ob es meine ist oder von Bands, mit denen ich arbeite, die lange gültig ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich das der Welt schuldig bin, dass ich was hinterlasse, was irgendeinen Sinn hat.